Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Wende 1974, der eben kurz weghustet. Auch ein Talent, was man im Guinness-Buch erstmal haben kann. So, und die kurze Lizenzmusik, Hust, haben wir jetzt auch mal eben kurz weg. So, herzlich willkommen zu World Games auf dem Amiga. Laut des großartigen Starkiller Lord Cassius, Telespiel TV Channel und überhaupt mein Amiga Idol. Das soll mit Abstand die geilste World Games Version ever, ever, ever sein. Ich bin gespannt. Ach, von Westwood ist die? Aha. Aha. Westwood hat die Konvertierung gemacht? Aha. Und World Games hat nur 7.33 auf Lemon Amiga? Da merkt man, Lemon Amiga hat gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. So, ich bin der Venom. Ich schreibe mich komplett groß, weil ich persönlich ein Ego-Problem habe. So. Komme ich aus Deutschland? So. Ist das korrekt? Ja. Der Herr Retter hat gesagt, jetzt habe ich mich wieder bei einem Forum unbeliebt gemacht. Erinnere mich gerade dran, zum Thema unbeliebt machen und Brexit für den Januar. Komme ich gleich noch zu. Also, ich habe jetzt die Interludes eingeschaltet, also diese Kurzerklärungen. Die könnt ihr selber gucken, die sind nicht so spannend, aber die haben sie eben da bei World Games eingebaut. Ich glaube, die haben sie auch nie wieder irgendwo anders verwendet. Und es startet mit Gewichtheben. Mit Stoßen und Reißen, glaube ich. Alter! Sieht der aus! Der ist doch definitiv für die nächsten Wettbewerbe gesperrt. Das ist doch nicht gesund. So, nehme ich den mal für ein Gewicht. Weiß ich noch, wie das geht? Okay. Ich gehe mal ein bisschen runter. Okay. Okay, soweit, so gut. Ich weiß echt nicht mehr, was man da stemmen kann ohne Probleme. Okay, das geht auch noch. So, das war, glaube ich... Oh, jetzt brauche ich die Gewichtheben-Experten. Das war, glaube ich, Stoßen und das jetzt, glaube ich, Reißen. Werdet ihr sehen, da ist gleich ein Unterschied. Da gibt es sozusagen eine Pause mehr. Genau, da geht man dann nochmal in die Hocke. Ah, der muss noch sicherer stehen. Egal, das sollten wir hinkriegen. So, und zack. Genau, das war der Richtige. Wir sind ja unzufrieden. Welcher Juror. Bitte aufschreiben und ich demoliere gleich sein Auto. So nicht. So, und einmal... Yes! Der wird auch locker irgendwie 200 Kilo hinkriegen. So, das war okay. Ist da oben nicht die Flane von Schottland? Ist das nicht so?
Schottland tritt doch bei Olympischen Spielen nicht als einzelnes Land an. Liebe Freunde von Epix oder Westwood. So, haben wir. 8 Disziplinen gibt's hier, das weiß ich noch. Genau, Klippenspringen in Mexiko. In Acapulco. Ja, da hat Rüssel gesagt gerade, das war die Fahne von Schottland. Können wir, wir brauchen dafür ein Patch. So. Aua. Das ist aber deutlich schneller. Ja, gut. Das war ein Sicherheitssprung. Aber trotzdem. Also ich glaube, bei irgendwelchen Sachen gab es auch die DDR noch. Ich weiß aber nicht, ob sie bei World Games noch gab. Gut, jetzt könnte man sagen, man hat sie eh nicht vermisst. Grüße an den Osten. Aber die hat es damals, glaube ich, in den Games auch gegeben, ja. Also ist das nicht. Aber hier ist ja nur ein Auszug der Fahnen. So. Das übliche Fassspringen in Deutschland, was kein Mensch kennt. Also ich kenne keinen, der es kennt. Aber Wischert am Bodensee in Bayern soll noch ein Teil Deutschlands sein, man sagt das. Also wird vermutet. Ich bin da immer noch sehr skeptisch, aber auch Uli Hoeneß weiß das, glaube ich, nicht, aber Aua. Warum kriege ich denn hier keine Geschwindigkeit? Boah! Was haben die denn hier gemacht? Also ich kann so 15 oder 7... XY habe ich locker immer genommen, ey. Du kriegst ja überhaupt keine Geschwindigkeit. Was ist denn hier los? Machen wir einen Sicherheitssprung. Holla, das ist ja, das ist definitiv schwerer. Hier. So. Bullriding. Rodeo. So. Das sieht besser aus. Jetzt kannst du eigentlich das ganze Areal mal erkennen. Das war ein Ferdinand, war der die Lutsche, ne? Earthquake ist. Ja. Nehmen wir mal den Lutschen. Boah. Uah. 8 Sekunden durchhalten, ne? So war das doch, ne? Uah. Five up. Danke. So. Dann nehmen wir nochmal Elmar. Elmar. Lass es knacken. Uah. Okay. Elmar mochte mich nicht. Ich mag auch Elmar nicht. Ihr kennt das von Bugs Bunny. Niemand mag Elmar Fudd. Boah. Das ist ja ein Drehwurm. Ja.
jetzt wieder meine Namen auf der Runde und ja, da schmeißt er mich gleich runter. Und das gleich kurz vorm Ende. Das ist unglaublich. Und nochmal wieder wählen. Und hier kommt nochmal ein Mann von der Runde. Und jetzt wählen wir nochmal kurz. Jetzt spielen wir nochmal Musik für Sie. Einmal hier kommen. Hier nochmal die Hymne. Komm. Nochmal die Hymne. Das geht immer. So, außer manchmal nicht. Und ja. So, Baumstamm laufen war ich immer schon scheiße. Ich habe das, glaube ich, ein oder zweimal in meinem Leben nur hingekriegt. Ich bin da immer zu völlig bekloppt zu. Also was man sagen kann, die Version läuft. Sie sieht gut aus. Sie sieht definitiv mit von allen Versionen, die ich kenne, am besten aus. Für Musik! Musik! Ja, komm, ist gut. So. Achso, ich bin der Untere. Okay. Okay, das habe ich jetzt gerade gelernt. Ja, du bist super. Nächster Versuch. Hallo? Also die Sportarten gibt's wirklich, die sind natürlich nicht olympisch, ne? Das ist klar. Aber die Sportarten gibt's. Also, da gibt's auch Meisterschaften. Ah, besser. Ah, fast. Gibt's dafür nochmal Punkte? Oder gar nichts? Weil gleich so kommt zum Beispiel das große, ich habe einen Punkt gemacht. Mit einem Punkt Gold. Meine Damen und Herren, das ist Minimalismus, darauf die Raute. Ja. Nein, also jetzt kommt, glaube ich, Baumstamm werfen, ne? Glaube ich. Nee, Slalom. Und Slalom ist definitiv, glaube ich, sogar in Chamonix in Frankreich. Denke ich. Übrigens mit die beste Musik. Ich weiß nicht, wie sie hier ist, aber wir können sie mal laufen lassen. So. Da war ich auch nie wirklich gut drin. Ja. Aber auf jeden Fall wissen wir, was wir hier tun. Nicht wie bei anderen Slalom-Sachen. Das war so klar. Ach so, so kriegt man Geschwindigkeit. Okay. Da muss man dann ohne Einfädeln durch, ne? Ich wusste, dass ich einfädel. Gewichte im Slalom sind olympisch, das ist richtig, ja. Aber die anderen nicht. So. So. Upp. Boah, das Einfädeln ist so geil. Das war es aber immer schon. Okay. Nächstes. So, Kapatos. Baumstamm werfen. Es gibt ja auch tatsächlich ein Videogame zu den Highland Games. Da ist das Ding ja dann auch drin. So, einmal jetzt für alle schottischen Freunde. Alle, die irgendwelchen Kerlen mal unter den Rock gucken wollen. Hier eure Chance. Ja. So. Das hatte ich sicherlich nicht vor. Na, würdest du mal laufen? Verrückte Idee jetzt, aber... Was war das denn? Dürfte ich mal Geschwindigkeit aufnehmen?
Hallo? Hallo? Ja, da brauche ich gar nicht werfen, wenn er nicht läuft. Was ist das denn für ein Witz? Moment, das machen wir gleich nochmal in Practice. So. Sumo zum Schluss. Nachdem man Männern unter den Rock geguckt hat, kann man jetzt Männern auf den Hintern gucken. Wenn ich hier nicht was für die Frauenquote tue, dann weiß ich aber auch nicht. Das sieht aber definitiv mit am besten aus, die Version. Ohne Frage. Der hat mich einfach geworfen, der Sausack. Aber man kann die Leute natürlich auch rausdrängen. Oh, ich habe gewonnen übrigens, ich weiß das. So, dann machen wir jetzt nochmal eben kurz einmal einen Versuch. Baumstamm werfen, das geht doch nicht. Der muss doch laufen. Ey, mein Gut, ist ein Schotte. Ne, der spart sich auch den Weg, aber hallo. Ja, ich ist immer Schlange. Hallo. So. Da wollen wir noch mal. Aber das ist tatsächlich eine Portierung von Westwood. Das ist geil. Die Erfinder von Command & Conquer, ne? Und Legend of Carandia, logischerweise. So, also. Das ist doch abwechselnd, oder nicht? Das mache ich doch gerade. Der muss doch einfach laufen. Ja, weil so brauche ich nie werfen, das ist mir schon klar. Der läuft ja in Schnellverfahren, oder was? Also beim C64 war es klassisch im Rhythmus. Das scheint es hier nicht zu sein. Hm. Vielleicht im Kreis? Nee, auch nicht. Hä? Jetzt hat er Vollgas gegeben? Moment. Logisch, nach links und rechts. Das ist ja nicht das... Ah, ich lauf! Das war's gerade! Mein Gott, lauf! Also das ist ja... Ich könnte jetzt das Original auf dem C64 zeigen, da ist das relativ einfach zu machen. Ja! Fast! Das war jetzt der absolute Notwurf, aber... Na komm. Du hast es doch gerade gehabt, du Hornochse. Was soll denn das? Was hält dich auf? Fast. Also noch ein paar Geschwindigkeitsbrocken. Yes! Who's your daddy? So macht man es übrigens nicht, aber... Also man muss eigentlich vernünftige Geschwindigkeit erreichen. Was komischerweise hier nicht so passiert. Der bricht immer komischerweise ab. Besser. Also eigentlich läuft man in einem durch und wirft dann. Und dann kann man, muss man ein bisschen tricksen, dass das auch passiert. Ganz einfach. Rechts, links. Aber der nimmt's nicht. Der nimmt's nicht immer. Warum auch immer. Rechts, links und dann musst du ein bisschen gucken, was die Geschwindigkeit ist und dann Feuer, dann kannst du abschießen.
Ja, das brauchen wir nicht nochmal machen. Ja, gut, das war World Games. World Games ist definitiv Schwieber. Ob ich jetzt der 64er-Version bevorzuge, das weiß ich nicht. Ich finde es vom Gameplay anders. Ich finde jetzt zum Beispiel, das können wir eben auch nochmal machen, ich finde zum Beispiel hier Klippenspringen viel, viel härter als bei der C64-Version. Bei der C64-Version ist das so easy going. Na, machen wir ein bisschen risky. Aber ihr seht, Zong. Also noch ein bisschen mehr halten. Eintauchphase kriege ich immer noch hin. Weil ich, da kann man sogar, bei der C64-Version kann man sogar über 100 erreichen, wenn man es total Daredevil-mäßig macht. Ah! Fast. Ich will einen ganz, ganz knapp machen. Hier gibt es aber auch keine Windanzeige, ne? Fällt mir gerade auf. 45. Yes! Der war besser. Und er ist schon bei 92. Ja, damit kann ich doch leben. Also so um die 90, um die 100, das ist schon okay. Also funktioniert, ist nur ein bisschen härter. Muss man sich umgewöhnen. Aber trotzdem, ist eine richtig gute Version. Was sehen wir denn, was haben wir denn hier für Weltrekorde? Auf dieser ganz zwinker-zwinker aus dem Internet-Version. Ja, 390 hätte ich ja fast knacken können. Ja, klar, 100. Barrel Jumping 16 hätte ich auch gepackt. Bull Riding 77, das hätte ich damals, das kann ich auf dem C64 noch viel besser. Lock Rolling 520. Slalom. Kabatos, seht ihr, 36, was ist das, 36 Fuß, 0,04 Inch. Und Sumo 244 kann man auch erreichen. Die kann man schlagen. Das sind Rekorde, die sind brechbar. So, das war World Games auf dem Amiga. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Mal gucken, was wir als nächstes dann noch irgendwie auspacken. Und, ja. Ne? Bleibt dran.